Hey, grüß euch. Ja, der Donnerstag, 9. April, ist ja die vierte Ausgabe von meiner einmal im Monat YouTube Live-Show, wo wir ja eine Reise durchs Leben miteinander machen. Und das nächste Thema ist Abtreibung. Und zwar ja, es ist ein toughes Thema, wo die Menschheit schon seit Anbeginn der Zeit sehr wahrscheinlich ja tut bewegen. Und ich bin da am Recherchieren und es gibt sogar ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien. Und dort haben sie sogar Berichte aus der Antike, dass schon im alten Ägypten, im alten Griechenland und im alten Rom durchaus schon halt Schwangerschaftsabbrüche oder Abtreibungen stattgefunden haben. Und zwar die Ägypter haben das wie so ein bisschen genannt, dass eigentlich die Frau das Empfangende ausleert im ersten, zweiten oder dritten Zeitabschnitt von der Schwangerschaft. Meistens durch Kräutertränke, Scheideneinspritzungen und Vaginalkugeln. Denn in Griechenland ist es so gewesen, dass grundsätzlich die Fruchtbarkeit für ein hohes Gut ja, gegolten hat, besonders wenn es zu einem männlichen Erben führte. Grosses Thema auf der ganzen Welt. Ist immer noch oft so in der Nahkultur. Ist übrigens auch bei uns eine lange, lange Zeit auch noch so gewesen. Heute ist es vielleicht zum Teil auch noch so, aber man wagt sich es halt fast nicht mehr auszusprechen. Aber manchmal sind die Muster sehr tief. Ja, also kinderreiche Familien in der Antike, bei den Griechen, sind nicht immer als Gesellschafts- und bevölkerungspolitisches Ideal angesehen wurde. Und zwar hat es eigentlich dann geheissen, ja, man wird dann zu viel Menschen. Der Staat sollte weder zu groß noch zu klein sein. Und der Aristoteles hat schon die Abtreibung als geeignetes Mittel gesehen, um eine gleichbleibende Bevölkerungszahl zu erhalten. Und der Plato riet den Frauen, am liebsten dafür zu sorgen, dass die Frucht, wenn sie erzeugt ist, gar nicht das Licht erblicke. Sofern es aber nicht verhindert werden kann, es so zu halten, als gäbe es keine Nahrung für einen solchen. Mega traurig. Ja, und dann ist da weitergegangen. Schwangerschaftsabbrüche sind von Hebammen durchgeführt worden. Und das haben sie in drei verschiedenen Kategorien gemacht. Innere Mittel haben sie benutzt, wie Abführ- und Brechmittel. Dann Mittel, die direkt Druck auf den Uterus, also die Gebärmutter, ausüben, wie Pessare, die mit scharfen Substanzen getränkt waren. Mechanische Einwirkung durch Drücken des Körpers, Tragen von schwerer Last oder Erschütterung des Körpers, Springen und Hüpfen. Und ja, es ist einfach, oh, ja, es ist ein bisschen speziell, aber einfach zum euch sagen, das Thema hat Menschen schon immer bewegt, es ist gemacht worden, aber meistens hat man halt einfach nie auf das Gefühl und Emotionen und die hormonelle Veränderung von der Frau gelöst. Und das liegt mir eben sehr fest am Herzen. Intuitiv habe ich so das Gefühl, dass vor allem eine Frau soll können und dürfen entscheiden, was passiert. Klar, der Mann hat auch seinen Teil dazu beigetragen, natürlich. Zu einer Befruchtung. Er hat Sämli geschenkt. Es braucht immer beides. Es braucht eine weibliche und männliche Energie, dass ein neues Leben entsteht. Aber trotzdem ist es einfach ein riesiger Unterschied für die Gefühlsebene, vor allem von der Frau, weil sie ja noch die hormonelle Veränderung hat, wo einfach schlichtweg mal der Mann nicht primär hat. Ja, man weiß, dass er auch ein Bindungshormon kann ausschütten kann, vor allem dann, wenn das Baby da ist, das ist das Vasopressin. Ja, natürlich kann es beim Mann auch vieles auch in den Gefühlen verändern. Aber das ist einfach wirklich ein grosser Unterschied. Und darum bin ich halt so in der Auffassung, dass vor allem die Frau soll können, darüber entscheiden können. Schon auch in Absprache mit dem Mann, wenn er rum ist. Ist ja so eine Sache. Ja, was haben wir da noch? Also sie sind nicht primär dagegen gewesen, zum Teil haben sie es sogar genutzt, um die Bevölkerung, Anzahl zu regulieren. Und im alten Rom
ist auch der Nachwuchs erwünscht gewesen, solange er das Erbe und die Altersvorsorge sicherte. Also Kind haben ist gar nicht unbedingt einfach nur der romantische Gedanke gewesen, zusammen sein und als Ehe auch nicht. Eine größere Kinderzahl galt hingegen als Existenzgefährdung. Im Zusammenhang mit Kindern wurde auch gesellschaftlich-soziale Probleme diskutiert, im Alter rum. Die Aufzucht von Kindern hält Mitglieder der Oberschicht von ihren Gastmahlen und Theatereinladungen ab. Unglaublich. Frauen machen sich Sorgen um ihre Schönheit oder müssen es vertuschen, wenn das Kind aus einer außerehelichen Beziehung kommt. Ja, die Themen haben manche immer schon bewegt und werden das immer noch bewegen. Die Unterschicht sorgt sich um die ausreichende Ernährung bei einer größeren Familie. Prostituierte sorgen sich um ihre Arbeitsfähigkeit. Ja, dann auch noch crazy, was sie gedacht haben über ungeborenes Leben im alten Rom. Das ist noch crazy. Auch im Rom hatte ein Fötus weder Lebensrecht noch Seele, sondern wurde als Teil des Körpers der Mutter angesehen. Hierzu lässt sich nachlesen: Die Leibesfrucht ist nämlich, bevor sie geboren wird, ein Teil der Frau bzw. der Eingeweide. Und man sagt, eine noch nicht geborene Leibesfrucht war kein richtiger Mensch. Ja, das ist halt so eine Sache, gell? Wann beginnt Leben? Alles ist Energie. Für mich lebt halt auch Sperma und die Eizellen. Alles lebt, auch das, was wir nicht sehen. Und das werden wir eben dann am Donnerstag miteinander und mit der ganz spannenden Gynäkologin einmal im Monat bei Lady Planet. Könnt ihr YouTube live schauen oder auch ins Studio kommen. Wird eine ganz, ganz spannende Sendung. Ja, und eben, sie haben immer schon Mittel gefunden, um das zu machen, aber oft auch mit wirklich tragischen Folgen für Frauen. Nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch wirklich die Kräutergeschichten, wo es ganz viele übrigens davon gegeben hat. Sie haben da Kräuterheilkunden gehabt. Oder auch die manuellen Geschichten, die sie probiert haben, die sind zum Teil tödlich gewesen für Frauen, wenn man das nicht richtig dosiert hat und so. Sehr, sehr unschön, sehr dramatisch und oft aus einer Verzweiflung raus. Und darum muss man da wirklich Verständnis aufbringen und wir werden das eben diskutieren am Donnerstag. Natürlich möglichst wertfrei. Einfach mein intuitives Gefühl ist, dass man wirklich da den Frauen viel mehr Macht und Recht gibt, dass sie von ganzem Herzen können entscheiden können. Weil ich glaube, nachfühlen können wir nie ganz. Sag niemals nie. Das ist einfach etwas, was ich auch schon selber haben müssen dürfen erfahren im Leben. Du weißt einfach nie, wie du reagierst, wenn denn du selber in dieser Situation bist. Und darum, ja, am Donnerstag, um 7:30 streamen wir live von meinem Studio. Ihr könnt die Sendung live mitverfolgen auf YouTube, in meinem Lady Planet Kanal, oder ins Studio kommen oder natürlich anytime nachher nachhören. Grosses Thema. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und bis bald.